Willkommen zurück zu einer neuen, eingeweide zerplatzenden Folge Doom Eternal. Freut mich, dass du da draußen wieder reinplatzt. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer spritzigen Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt supporten, wollt mehr sehen von Doom Eternal. Es dauert nur eine Sekunde und zwar einfach eine Bewertung dalassen. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit haben solltet, gerne natürlich auch einen Kommentar. Ich freue mich immer über Unterstützung. Und ich gebe mein Bestes, so viele Videos wie möglich euch da draußen zu geben. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Energieschild. Habe ich mir ganz fest vorgenommen, mal das Energieschild mitzunehmen. Obwohl ich sagen muss, dieses Geschütz ist wirklich ultra. Das Ding hier ist wirklich ultra gut. Aber wir wechseln mal. So, jetzt habe ich hier so ein Schild. Ja, könnte funktionieren. Chain Gun ist eine sehr, sehr geile Waffe. Was ist das hier? Eine Wäscherei? Nee, oder? Nö. Wenn eine sehr merkwürdige Wäscherei. Gut, wo bin ich stehen geblieben? Ich bin hier hoch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da hinkommt. Und hier unten ist auch noch etwas. Moment, ist das irgendwie hier mit verbunden? Ja. So, ein Cheatcode. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier drüben hin. So, habe ich jetzt wirklich alles hier in der Gegend? Nein, ich will keine Cheats. Sondern, ja, hier halt, dieses Fragezeichen. Ach, wir sehen auch übrigens die Gegenstände. Was wir haben, was wir nicht haben, was man hier noch alles finden kann. Denn ich habe mir das Upgrade geholt und sobald man eben die El Mapo hat, kann man die Gegenstände sehen. Und wir gehen nach unten. Nein, wir gehen nach oben. What? Ah, hier drüben. Geht's noch weiter hoch? Gibt's hier, Moment, gibt's hier irgendwas? Hier komme ich rein, oder? Achtung, Achtung. Und ich bin drüben. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich aber hier. Ha. Ob ich da irgendwie noch hinkomme? Ha, wir werden es rausfinden müssen. Wir werden es gemeinsam rausfinden müssen. Warum sind hier auf einmal so viele kleine Frickels? Warum wird hier so rumgefrickelt? Schön. Oh, ich liebe diese Waffe. Und ich liebe das dämonische Chop Suey. Ist einfach immer wieder ein spritziges Erlebnis. Okay, jetzt springt der Mann hier drüben hin. Also komme ich hier... Das kann doch nicht sein. Ich bin so verwirrt. Ich will nämlich eigentlich immer so viel erkunden, wie nur möglich. Mann, ich wollte dich zersägen. Aber dann halt nicht. Blut für Blut. Oh, kleiner Mann, hä? Willst du in der Mitte durchgeteilt werden? Ja, willst du das? Das kriegst du. Hier oben ist wieder was zum Mitnehmen. Obwohl ich ja eigentlich schon meine Kombi hab. Ich hab schon meine pervers geile Kombi. Oi. Oi. Und tschüss. Ah, hier drüben. Mal sehen, wie wir da hinkommen. Ich weiß es noch nicht. Flugzeug. Das Ding kann man nicht zerstören, oder? Nope. Ich werde wieder irgendwas versäumen. Irgendwas Wichtiges. Ich weiß das jetzt schon wieder. Gib mir die Karte. Hm. Vielleicht von oben. Weil hier, das Ding kann man auf jeden Fall aufschlagen von der anderen Seite, was irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Alter, ich bin Doom-Guy, ja? Ich bin Ultra... Moment. What? Wo muss ich denn da hin? Keine Muni. Hier. Ich sehe es. Oder auch nicht. What? Ich gehe hier. Hier ist eine Schlange, da komme ich nicht ran. Da drüben ist eine Wand zum Klettern. Komme ich da irgendwie hoch? Ah, was war das? Nee. Nee, Alter. Hä? Ich check's gerade nicht. Wo ist denn da noch was? An die Stange da oben komme ich doch niemals ran. Ich soll hier oben hin. Moment, wenn ich... Echt verwirrend.
Nee, da komme ich nicht ran. Das kann doch nicht sein. Ah, hier drüben. Ah, man kann sich halt nicht umgucken. Das ist das Problem. Haben die das gut versteckt? Okay. Ich nix habe Munition, deswegen muss ich gesägt werden. Schieß! Ich stehe hier rum. Voll in deine Fresse, Bruder. So, warte. Komm ich da hin? Nein. Gut, das geht schon mal nicht. Oh, ich lande wieder hier unten. Ach komm. Was war das eben gerade für ein merkwürdiger Sprung? So. So, jetzt bin ich hier. Hier ist eine Wand. Komm ich da an das Ding? Never. Da drüben kommen wir auch nicht hin. Komm ich nicht hin. Irgendwo muss wieder irgendwas versteckt sein. So, ich hasse Jump'n'Run. I hate Jump'n'Run so much. Das ist eine Glastür, Alter. Warum kann er die nicht einschlagen? Warte, wenn ich hier drauf gehe. Ich sehe nur einen Weg. Von hier abspringen. Weil an die Wand komme ich auch nicht. Was ist denn da? Ja, das hat funktioniert. Geil, Mann. Da gibt's ein Leben. Okay. Hier ist Dr. Eleanor Richardson. Protokolleintrag 005. Probandenanalyse Doom Slayer. 2. Februar 2163. Vielleicht ist er ein Gott. Vielleicht repräsentiert er den Zorn der Menschheit. Ihren Willen zum Fortbestand. Zum Überwinden all dessen, was ihr Überleben bedroht. Er ist kompromisslos. Ein Wesen unerbittlicher Gewalt, das kein Zögern kennt. Anders als viele unserer Anführer und Politiker während dieser Zeit der Prüfung. Kann er sie bezwingen? Alleine? Wenn nicht, dann werden wir als Spezies nicht überleben. Dann wird keine Spezies überleben. Nun, so schlecht wie ich in Jump'n'Run-Einlagen bin, würde ich jetzt auf mich nicht unbedingt wetten. Also, ja, schwierig. Schauen wir mal. Okay, ich hänge hier. So, jetzt hänge ich hier. Ich frage mich immer noch, wie komme ich da unten jemals an dieses Secret? Ich glaube, ich bin schon wieder vorbei. Schon wieder meilenweit vorbei. Obwohl, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist irgendwo noch so eine kleine Ecke. Komm schon. Das macht hier nicht so einen Scheiß. Das ist ein sehr enger Gang. Sehr, sehr enger Gang. Okay. Niemand wird als Sünder geboren. Um erfolgreich zu sein, ist harte Arbeit vonnöten. Also ich arbeite sehr hart daran, Sünder zu sein, okay? Ich reiß mir wirklich den Arsch auf. Es ärgert mich so. Es muss da unten irgendwas geben. Evolution ist unser Ziel. Wenn sie ankommen, kommen wir an. Aber ich habe keinen Bock, da jetzt runterzugehen nochmal. Hier ist nichts. Hier gibt es auch keinen Durchgang. Wie kommt man hier rein? Hier ist doch so ein richtiger Partygang. Die feiern da drüben schön Party. Und was ist mit mir? Warum kann er nicht einfach eine Glasscheibe einschlagen? Das ist so ein ätzendes Gefühl. Okay, Moment. Hier unten ist eine Wand.
kann ich auf das Flugzeug jumpen. Yes. Jetzt bin ich irgendwie hier. Okay. Shit. Gibt's einen einfacheren Weg? Okay, der hier. Der hier ist deutlich leichter. Alles klar. Moment. Kann ich nochmal runter? Könnte es sein, dass man vielleicht von hier auf die andere Seite irgendwie kommt? Ich sehe nichts, nee. Guten Tag! Och, du schon wieder, ha? Huh? Explodiere! Noch irgendjemanden zum Zersägen! Da muss der kleine Strolch eben herhalten. Jetzt bin ich in einem verdammten Flugzeug drin. Oh nein, warte, warte. Der ist gerade schön abgelenkt. Lass dir mal schön hier machen. Lass dir mal schön hier machen. So, jetzt habe ich nämlich hier wieder meinen supergeilen, mega coolen Strahl voll. Alter, komm schon. Schieß die Dinger raus. Here we go. Oh, der war nice. Der war wirklich knackig. Alter, der war auch knackig. Gerade wird hier knack- und backmäßig aufgeräumt. So, wo zum Geier bin ich? Kumpel, nicht heute. Schenk dir deine Scheiße bitte. Oh nein, 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 was ist da eben gerade durch die Wand gebrochen? Na, geil, Alter. Shit. Nicht gut. Nicht gut. Kann man machen. Oh nein, was ist da hinten? Ups. Upsi. Ey. Fies, 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 fies. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Oh. Was? Da ist noch jemand. So ein kleiner Typ. Der langt mir an die Nudel ran. Hier oben sehe ich sogar das Leckerli. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich da hinkomme. Diedel, 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 diedel. Hier ist nichts. Mal die Tür angucken. Kann man die vielleicht irgendwie... Einige Sachen. Man bekommt sie gezeigt. Das Spiel sagt, guck mal hier. Da gibt's geiles Zeug-Keys. Aber du weißt nicht, wie du rankommst. Boah, ich habe keine Munition. Aber du wirst mir welche geben. Ja, das Spiel sagt dir wirklich so, oh, guck mal hier, volles geile Zeug. Findest du geil, oder? Ja, Mann. Hättest du es gerne? Oh, ja. Das willst du haben, oder? Ja, gib es mir, Spiel. Ja, kriegst du aber nicht. Du dumme Sau. Moin. Nein. Pinky. Pinky, nein. Böser Pinky. Gut gemacht, Pinky. Ich sag ja, die Frostgranate ist pornorös. Die ist wirklich richtig gilly. Aber an die Dinger komme ich bestimmt irgendwie. Irgendwie komme ich da jetzt gleich ran. Ey, 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 ey. Kein Sprit. Ja. Fuck you. Und du auch.
Oh nein, da kommt so eine komische Zeit-Challenge-Gedöns. Ja, oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Erstmal hier. Samuel Hayden. Oh, was erwartet mich hier? Nimm das Ding. Okay, ja, ich muss es erstmal kennenlernen. Cool, no. Nein, na, nein! Oh. Oh nein, 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 das krieg ich nicht mehr hin. Nein! Nein! Wie viel hat er noch gefehlt? Ey du, komm mal her. Okay, ich hatte absolut nicht die richtige Waffe dafür. Na, jetzt bin ich komplett voll. Ich hätte absolut nicht die richtige Waffe dafür. Weg mal um. Okay, ich muss die beiden schnell zerlegen. Ich kann ihn einfrieren. Ich kann ihn flamen. Ich habe mein Leben verloren. Zack. Und er lebt ja noch. Nein! Wo bin ich? Nein, nein, nein! Gehst du weg? Oh Gott, warum bin ich da runtergefallen? Ist auch so eine ätzende Stelle da oben. Auf der... Sag ich dazu nur. Gott, hält ja viel aus. Ich muss hier mit Raketen... Ich muss ihn einfrieren, mit Raketen direkt zuscheißen. Dass er sich schön in die Hosen macht. Halt die Schnauze. Okay, wir müssen erstmal hier hoch. Das kommt ja auch wieder Pinky, ne? Pinky! Da ist er. Was? Dachte schon. Bei dir kaputt. Oh, das ist direkt zerlegt. Give it to me, baby. What, der hängt in der Luft? Sprit, kein Sprit! So. Du bist schön geflogen, Kleiner. So, ich muss hier alles, was irgendwie stört, noch wegholen. Dass hier auch kein Soldat oder ähnliches rum nervt. Weil die kamen eben nämlich auch noch. So, du noch und dann ist gut. Gut. Let's go, versuchen wir es. Also, einfrieren und dann halt voll die Raketen auf die Fresse geben. Und dann direkt rübergehen und den anderen zerlegen. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe null Bock. Beide eingefroren. Ja, und jetzt gehen wir rüber. Geben den hier noch so richtig. Ja, na also, so schwer war es doch gar nicht. So schwer war es doch gar nicht. Schnauze. Ah, ich zersäg dich.
wie viel der aber auch jedes Mal aushält. Crash, boom, bang. Okay, hier drüben ist noch irgendwas. Yes, geil. Whiplash. Kleine Chop Suey-Schlange. So, Leute. Mann, es wird Hardcore. Wir sehen uns wieder in der nächsten Hardcore-Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewertung da lassen. Und tschüss.